Ich merke schon, wenn ich hier so mit dem Fahrrad so den Eingang reinkomme und in den Garten fahre, dann ist das wie so ein befreiendes Gefühl. Das ist so wie nach Hause kommen und sich einfach wohlfühlen. Also eigentlich wollte ich Kräuter pflanzen, also das war mein allererster Impuls. Ich wollte meine Kräuter haben, weil ich koche so gerne und mit Kräutern. Und dann dachte ich, wo kann ich denn überhaupt Kräuter pflanzen, wenn ich mir keinen Kleingarten leisten kann oder so. Ich bin gekommen, weil ich Dinge ausprobieren wollte, die ich mir ausgedacht habe und selbst in meinem Garten schon mal ausprobiert habe. Und ich wollte die einfach nicht mehr allein für mich selber tun. An dem Ganzen hat mich also in dieser Ausschreibung gereizt, dass die Bewohnerinnen der Stadt eingeladen sind, die Stadt selber mitzugestalten. Und als ich dann die ersten Gärtner hier am Werkeln gesehen habe, wollte ich einfach mitmachen erstmal. Also mich hat es irgendwie gereizt, hier auch einfach mich daran zu beteiligen. Ich glaube, gerade das Niedrigschwelle hat mich dann hier auch angezogen, also die einfache Möglichkeit, einfach mitzumachen. Für mich bedeutet dieser Garten, dass wir als Initiativgruppe ja, den Mut, irgendwie einen Vertrag über 5000 Quadratmeter Fläche abzuschließen für etwas, wo wir gar nicht wissen, was da kommt. Dass es aber funktioniert. Leute nehmen das an und machen was draus. Also gestalten da was. Ursprünglich war die Idee des Gartens, das eigentlich nur als Schaugarten zu machen, anstatt ein Büro zu initiieren, wo die Leute hinkommen können und Fragen stellen können, wollten wir einfach so einen Garten machen, wo die Leute hinkommen können, Fragen stellen können, sich austauschen können, lernen können. Zur Organisation ist vielleicht noch spannend. Am Anfang hat die Initiativgruppe, bestehend aus 13 Leuten, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, ganz viel organisiert. So die ganze Kommunikation mit Grün Berlin, die ganzen Verträge, dann aber auch die Beetvergabe. Und dann im Verlauf der Zeit haben wir dann versucht, das so ein bisschen den Gärtnern mehr Verantwortung zu geben und die auch wirklich in Aufgaben einzubinden. Wenn man sich nicht schon mit den Gedanken beschäftigt hat, vielleicht kommt man auf die Idee, okay, hier ist so offen und Almendekontor heißt das und irgendwie schwört rum, oh ja, ich kann auch, ich nehme mal die Tomate. So, und für mich steht Almende steht ganz explizit dafür, für diese Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die eine Ressource hat, das ist dieser Ort, das sind die Pflanzen, das ist die Erde, so das, was man hier zur Verfügung hat. Und diese Gemeinschaft verwaltet und organisiert und macht Regeln aus, die alle einverstanden sind. Also alle tragen dazu bei, diesen Ort zu organisieren und so zu machen, wie er ist. Und ich finde es unheimlich spannend, was die Leute hier alles machen. Ne? Also es sind Kleinigkeiten so, aber einer geht gießen und wo holt er seine Sachen her und der andere ist mit der Gitarre und die andere baut da irgendwas und sind halt so. Also ich sehe, hier ist so eine Art von Fluss, wo die Leute so beschäftigt sind, irgendwas zu machen, was nicht so sind, so Kleinigkeiten. Die Leute, die hierher kommen, sind ganz unterschiedlich. Also zum einen haben wir junge Familien, hippe Leute, die einfach irgendwie gern auf dem Tempelhofer Feld sich austoben möchten, irgendwie hier dabei sein möchten.
Also viele sind aus der Nachbarschaft direkt. Mit einer Gärtnerin habe ich mal gesprochen, die hat gesagt, da haben wir ein Picknick organisiert, die hat gesagt, sie hat die letzten 40 Jahre hier im Quartier gewohnt und hatte an dem heutigen Tage mehr Kontakte als die letzten 40 Jahre. Also mit einem Garten kann man halt viele Leute abholen. Das könnte vielleicht auch eine Werkstatt genauso sein. Aber ein Garten hat natürlich noch was Magisches, wo viele Leute Interesse dran haben. Ich bin auch hierher gekommen. Ich wollte nicht mehr am Schreibtisch arbeiten, nur vorm Computer. Es hat mir nicht gut getan. Ich bin davon krank geworden. Für mich war es eben auch wichtig, rauszugehen und mich zu bewegen, körperlich zu arbeiten, nicht nur mit dem Kopf. Ich glaube, was faszinierend für die Besucher ist, ist wirklich der Raum, diese Freiheit. Man kann so ein bisschen einfach erleben, man kann hier einfach sein. Die Leute haben eine andere Geschwindigkeit, also die kommen hierher, die plötzlich schlendern die, plötzlich gucken sie. Also ich finde es total schön, gelungene Sachen zu sehen, aber auch misslungene Sachen zu sehen, weil er sagt mir so, gestern habe ich so ein ganz kleines Bild, also das war so ein kleiner Kasten, ja, nur bloß so tief und so klein. Und da wurde eine Kürbis gepflanzt, so irgendwie haut das gar nicht hin, so, und so sah die Pflanze auch aus, also die Pflanze, es wurde nichts, ne? Aber da sagt mir, okay, da hat jemand was ausprobiert und gesehen, okay, das klappt nicht. Aber es ist durch dieses Ausprobieren und Tun, dass man hier lernt. Und das finde ich schon und sehe ich in vielen Ecken hier. Unter der Plane, unter der Schildkröte, befindet sich der fertige Kompost. Den haben wir vor 3 Monaten gemacht. Es ist einfach ein Kompost, ist die Grundlage unserer Ernährung. Boden ist die Grundlage für unsere Lebensmittel, für unsere Ernährung. Und der Kompost ist das Produkt des Gartens, eigentlich, der erst den Kreislauf des Gartens wieder schließt, sodass wieder aus dem Endprodukt, aus dem Kompost, wieder neue Lebensmittel, neue Pflanzen entstehen können. Und das ist für mich einfach so der Inbegriff einer funktionierenden Ökonomie, die besteht eben aus Produktion mit der Reproduktion gleich dabei. Also es gibt diese Trennung nicht, sondern der Kreislauf kann geschlossen werden und wir können von vorne beginnen zu produzieren. Und was mir noch fehlt, ist so dieses Bewusstsein, eben dass wirklich auch Kompostierung oder eben Boden zu erzeugen, dass es Arbeit ist und dass es etwas ist, wo jeder oder jeder sich beteiligen sollte, wenn sie gute neue Erde haben möchte. Also ich bin aber wirklich, muss ich schon sagen, über das Allmende-Kontor dann zum größeren Garten gekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, hier ist es eher so zum Ausprobieren und zum überhaupt Sein und Lernen und zum Ernten ist es vielleicht nicht so gut geeignet. Das mache ich halt eher in einem anderen Garten, der ein bisschen weiter weg ist, wo ich nicht jeden Tag hinfahre. Aber für mich war das schon der Einstieg hier. Also ich habe mich viel stärker damit auseinandergesetzt. Also ich gebe jetzt auch selber so kleine, auf ganz kleiner Ebene, so Gartenworkshops in der Schule, um halt Kindern auch zu zeigen, dass es Spaß machen kann, dass es nicht nur irgendwie Arbeit ist. Siehst du wieder oben auf einer Oberfläche? Welchen? Da, der. Da. Ja. Also hier können wir ein paar Samen abpflücken von dieser Pflanze und die kannst du dann bei Mama auf dem Balkon pflanzen in einen Blumentopf und dann wachsen die Pflanzen bei euch nach. Die ganz trockenen, die sind gut, die kannst du absammeln.
Guck mal, der eine ist jetzt schon weggeschnipst. Hier. Guck mal. Und so vermehrt sich das dann. Also das ist für mich einerseits, dass das Tempelhofer Feld natürlich auch schon früher eine große Bedeutung hatte für die Ernährung der Berliner Bevölkerung. Dass es schon früher, vor dem Krieg, nach dem Krieg, während des Krieges als Ort genutzt wurde, damit Leute selbst Nahrungsmittel herstellen können, gärtnern können und sich selbst versorgen können. Zweitens ein Ort, der das Land in die Stadt holt. Es soll so ein bisschen gezeigt werden, dass es Alternativen gibt, dass ein anderes Leben möglich ist, dass man sich einen Kopf machen kann, wo kommen meine Nahrungsmittel her, die ich konsumiere. Wir haben hier Bauern und Bäuerinnen aus Brandenburg, also so wirklich lokale Landwirtschaft, eingeladen, hier ihre Produkte vorzustellen, zum Probieren und da auch diese Community-Supported Agriculture so ein bisschen vorzustellen, dass die Leute ein Verständnis dafür bekommen. Man kann, obwohl der Garten natürlich nicht irgendwie mich komplett ernähren kann, aber man kann auch stark lokal sich ernähren. Das heißt, mit kleiner Landwirtschaft wirklich um Berlin herum. Ich habe sehr wohl das Gefühl, dass nicht nur ich jetzt mich anders verhalte im Alltag und anders konsumiere, sondern soweit ich das mitbekomme, sensibilisiert es auch andere und in welchem Grad Menschen dann sozusagen ihr Alltagshandeln und ihren Alltagskonsum verändern, das weiß ich natürlich nicht, aber ich sehe da immer ganz viele Anzeichen dafür. Also gerade hatten wir hier die Szene irgendwie, dass einfach eine tolle Zucchini geerntet wurde und ich glaube, das ist eine Wertschätzung für eine solche Frucht, die niemand hätte, wenn wir diese Berge von kleinen Zucchinis im Supermarkt sehen oder so. Wir haben Zucchini, Bohnen, Kürbisse, Lauch, Möhren, Radieschen, Salat. Also Salat ist schon längst vorbei, Radieschen natürlich auch. Jetzt ist Herbst, also so schaut es auch aus gerade. Aber wir haben gedacht, wir lassen es mal, dann fällt auch das nicht mehr so auf, was noch da ist. Gerade auch noch irgendwie Kürbisse ernten, die sind weg. Aber das passiert. Also das ist auch nicht so tragisch. Damit rechnet man. Also. Da verstehe ich auch den Missmut bei meinen Nachbargärtnern, dass es halt nicht darum geht, hier einfach Pflanzen hinzustellen und Leute können kommen und sich davon bedienen. Also es gibt ja auch Leute, die halt einfach mit Tüten hier rumgehen und einfach alles einsammeln. Also ich habe da immer noch die Geduld, den Leuten das zu erklären, aber manche meiner Nachbargärtner haben dafür nicht die Geduld. Die sagen dann auch so, ja, nee, also darum geht's hier nicht so. Du kannst ja auch erstmal fragen, ob du von meiner Minze was nehmen kannst. Und ich glaube, der Garten lebt auch von den kommunikativen Menschen hier im Garten, also die auch Geduld haben und den Leuten das gerne erklären und in gewisser Weise Vermittlerrollen einnehmen. Also wir haben ja hier die Nachbarschaften, ich bin in der gelben Nachbarschaft und wir haben halt wirklich sehr gute Seelen in unserer Nachbarschaft, die sich sehr darum kümmern, dass auch ein Austausch stattfindet und bei uns funktioniert das total gut. Ist einfach nicht in Benutzung. Also was ich von Anfang an total faszinierend fand und was ich jetzt auch langsam mit den Jahren auch zurückgegeben habe an andere Leute, weil ich hier aktiver gegärtnert habe oder aktiver Gärtner als noch am Anfang oder als ich eingestiegen bin, ist das gegenseitige Schenken auch. Also als ich kam oder es ist bis jetzt so geblieben, dass du in deinem Beet sitzt und Leute kommen vorbei und schenken dir Erdbeeren oder schenken dir Kartoffeln und also Kartoffeln zum in die Erde setzen, Erdbeeren zum in die Erde setzen, das ist schon irgendwie toll. Also das ist was man gar nicht so kennt aus der Stadtgesellschaft, dass man hier einfach, dass einfach Leute kommen und einem erstmal was geben. Ne? Also es ist wirklich so was des gegenseitigen Teilens. Und jetzt vor 2 Wochen haben wir bei uns Beeren eingepflanzt und dann hatten wir irgendwie Himbeeren im Überschuss und dann war ich irgendwie ganz glücklich darüber, auch Leuten, die daneben waren, Himbeerpflanzen zu schenken, die dann auch meinen, so ja toll, früher hat man sich Blumensträuße geschenkt, jetzt schenken wir uns Himbeeren gegenseitig.
Mit temporären Projekten kann man ganz andere Leute abholen als mit nachhaltigen Projekten. Aber die Leute, die einfach schwer erreichbar sind, die brauchen eine Langfristigkeit, weil die kann man mit einem temporären Projekt ganz schlecht abholen, weil das da einfach eine Zeit braucht, bis die irgendwie erstmal abzuholen sind, bis die irgendwie ihre Nachbarn kennenlernen und sich auch trauen, mit denen zu sprechen, irgendwie Pflanzen zu tauschen. Das braucht alles seine Zeit. Und ich glaube, wenn wir im Terminus nachhaltige Stadtentwicklung denken, dann müssen wir einfach von diesen temporären Projekten wegkommen. Das ist einfach kein nachhaltiges Konzept, weil da ganz klar bestimmte Gruppen von Leuten abgehängt werden. Und dann diese Idee von Nomadentum, was sich Politik und andere Institutionen aufgreifen, von wegen, ja, Gärten sind ja beweglich, das ist toll, weil eine Stadt ändert sich und dann brauchen wir den Platz für wichtigere Sachen. Also das ist ein bisschen die Idee, die für mich so ein bisschen durchkommt und deswegen gefällt mir nur bedingt diese Kistengeschichte. Also es sieht natürlich toll aus, das gefällt mir sehr gut ästhetisch. Aber von der Sache her, wie das aufgegriffen wird von Institutionen, dieses, ja, ihr seid ja beweglich. So. Und eigentlich möchte ich nicht so beweglich sein, also nicht immer beweglich sein müssen. Das ist, also beweglich sein ist gut, aber nicht das zwangsläufig machen müssen. Ich wünsche mir, dass das spezifische Wissen, was hier sich angesammelt hat, durch das hier vor Ort sein, auch in die Entwicklung dieses Ortes mit einfließt. Weil Menschen, die hier Zeit verbringen, kriegen einfach ein Gefühl, glaube ich, dafür, was gut ist, was fehlt, was erhaltenswert ist oder irgendwie so. Und das ist ein Potenzial, das wäre einfach nicht zu verschenken. Dann wünsche ich mir auch noch, dass das so einen Vorbildcharakter hat und viele Initiativen in den Nachbarschaften, in den Quartieren einfach auch sagen, so einen Ort schaffen wir uns auch. Und da dann entsprechend von der Verwaltung auch die entsprechende Unterstützung bekommen.